Ja, hallo Welt. Die Piratenfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen hat vor einiger Zeit einen Antrag gestellt. Dort ging es um die Förderung des Einsatzes von freien Lernmaterialien im Kontext von Schule und Weiterbildung. Und wir hatten heute dazu eine Expertenanhörung, eine Sachverständigenanhörung im Landtag im Großen Saal. Die Sachverständigen hatten vorher schon eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahmen waren sehr, sehr umfangreich und detailliert. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Sachverständigen, die aus unterschiedlichen Institutionen kamen. Beispielsweise war eine Vertreterin des Bundeselternverbandes dabei, von unserer Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen war Frau Appelhoff da, die Medienberatung NRW war da, der Verband Bildungsmedien ist anwesend gewesen und so fort. In unserem Antrag geht es darum, dass wir einem Problem in Schule Rechnung tragen wollen. Das heißt, dass Lernmaterialien, vor allen Dingen dann, wenn sie digital sind, dass dort nicht alles gemacht werden kann, was man damit machen könnte im Schulunterricht. Das heißt, es ist ungefähr so, als wenn man von jemandem eine Kiste Lego hingestellt bekommt und gesagt bekommt, du darfst nur gucken, aber nichts anfassen. Das liegt zum einen daran, dass die rechtliche Situation bezüglich dieser Medien so ist, dass man Medien nicht verändern darf, im Unterricht nicht als Knetmasse verwenden darf. Und wir haben eben mit unserem Antrag speziell den Einsatz von Medien unter freier Lizenz fördern wollen. Und zwar sind bei dem Einsatz von lizenzfreien, offenen Medien im Schulunterricht drei Dinge wichtig. Zum Ersten eine gewisse Rechtssicherheit, das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer, die Lehrkräfte und auch die Schüler müssen sicher sein, dass sie mit diesen Medien auch alles das tun können, was für das Lernen wichtig ist und nicht irgendwie mit einem Bein ein Gesetz verletzen oder was auch immer. Der zweite Aspekt ist, dass die Medien natürlich eine gewisse Qualität benötigen, um im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden zu können. Das war auch eine recht angeregte Diskussion unter den Sachverständigen. Dann ist die Frage, wie wird Qualität festgestellt? Es gibt Befürworter der Lösung, dass man dafür eine zentrale Stelle einrichten sollte. Das macht aber keinen Sinn, weil die Flut der offenen Materialien so groß ist, dass eine staatliche Institution das nicht mehr leisten kann. Es gab darüber hinaus auch den anderen Vorschlag, dass man über sogenanntes Social Tagging die Lehrerinnen und Lehrer die Medien selbst bewerten können lassen soll. Und der dritte Aspekt, der eine Rolle spielt, ist natürlich die Auffindbarkeit dieser Medien. Dazu hat das Land Nordrhein-Westfalen schon vor einiger Zeit eine sehr effiziente Suchmaschine eingerichtet, die den Namen LearnLine trägt. Und speziell unser Ziel ist es, diese Medien in LearnLine noch besser auffindbar zu machen. Und der Grundtenor aller Sachverständigen war, dass man dem im Grunde genommen zustimmt und wir haben berechtigte Hoffnungen als Piratenfraktion, diesen Antrag auch im Plenum durchzubekommen.